So, Tribüne 2, Reihe 4, Platz 1 und 2. Hier sind wir richtig. Hättest du nicht ohne mich herkommen können? Wenn mir nur eins gar keinen Spaß macht, dann ja wohl beim Pferderennen zugucken. Du bist ja auch nicht zum Vergnügen hier, sondern ich brauche jemanden, der mir hilft, die ganze Kohle nach Hause zu tragen, wenn ich gewinne. Irgendwie muss ich die Staatsverschuldung ja abbauen. Auf Pferde wetten? Das ist doch Wahnsinn. Mag sein, aber alles andere habe ich schon versucht. Das ist jetzt wirklich die letzte Möglichkeit. Ja, die allerletzte, wenn du mich fragst. Gib mal das Programmheft. Ja. Und auf welches Pferd hast du gesetzt? Rasputin? Tornado? Silberfeide? Bömmelmeier. Was? Bömmelmeier. Bömmelmeier? Bömmelmeier! Das ist ja ein blöder Name. Was meinst du, warum die Quote bei dem so hoch ist? Wegen des bescheuerten Namens. Die Leute lassen sich doch von sowas täuschen. Hauptsache, er ist schnell. Guck mal, da hinten ist er. Oh, das Rennen geht los. Der sieht aber ganz schön lahm aus. Der hält sich noch zurück für den Schlussspurt. Gute Taktik. Ich glaube ja nicht, dass der eine Chance hat. Und ob er die hat. Los, Bömmelmeier! Lauf! Tja, dein Wort in Gottes Ohr. Man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Bömmelmeier! Bömmelmeier! Wieso bleibt er denn jetzt stehen? Ach du Scheiße, was macht er denn jetzt? Oh, und ich hatte das mit Pferde kotzen sehen immer nur für so eine Redensart gehalten. Tja, so kann man sich irren. Mist, ich hatte 5 Milliarden auf den gesetzt. Die sind jetzt futsch. Da sind wohl wieder Steuererhöhungen fällig, um das wieder reinzuholen. Das wird den Bürgern aber gar nicht gefallen, Schnuppel. Da können sich die Bürger bei Bömmelmeier bedanken.